welche Symptome oder Warnzeichen es gibt in Bezug auf einen Magnesiummangel. Und alles, was Richtung Muskel geht, also Muskelkrämpfe und so weiter, dann Stress, Angst, psychische Themen bis hin zu Depressionen, kognitiver Leistungsabfall, Herzthemen, Bluthochdruck, PMS, Migräne, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, chronische Müdigkeit, instabiler Blutzuckerspiegel, Diabetes, Übergewicht. Und dann habe ich mir noch drei Pünktchen gemacht. Fällt mir höchstens auch ein bei Erkrankungen wie zum Beispiel Demenz bei bestimmten Formen, dass eben auch da wieder Ablagerungen abgebaut werden können. Das heißt, ich gehe davon aus, dass fast alle Leute, die bei dir in der Praxis sind, und der ist wahrscheinlich fast immer im Mangel. Das heißt, keiner geht nach Hause ohne eine Empfehlung, dass er Magnesium nehmen soll. Ja, definitiv. Es ist so, dass was an Mineralstoffen meistens fehlt, ist wirklich Magnesium, Zink und Kalium. Das sind die drei, die ich bei den meisten im Mangel sehe. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe heute Ursula Erhorn zum Thema Magnesium. Magnesium, ein sehr, sehr großes Thema. Aus meiner Sicht ist es immer noch unterschätzt, obwohl es so vielfältige Wirkung hat in unserem Körper. Und ja, da habe ich mir die Ursula mit an Bord geholt. Ursula ist ganzheitliche Ärztin aus Berlin und einer von ihren vielen Schwerpunkten der ganzheitlichen Medizin oder ihres ganzheitlichen Ansatzes ist das Thema orthomolekulare Medizin. Und daher kennt sie sich natürlich bestens mit dem Thema Magnesium aus, wozu ich sie heute intensivst befragen werde. Hallo Ursula, schön, dass du dabei bist. Und ja, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr über dich und deine Arbeit verraten, bevor wir uns dann gleich auf das Magnesium konzentrieren. Ja, hallo Sören, vielen Dank für die Einladung zu dem Interview. Ja, ich habe immer schon gerne die Gesamtheit betrachtet. Mir fällt es auch schwer, an den Menschen nur, wenn einer sagt, ich komme nur wegen meines Tinnitus, dann ist sowas für mich halt immer trotzdem von Kopf bis Fuß hat es was damit zu tun oder ich komme nur wegen diesem oder jenem. Wenn ich das Gesamte sehe und die orthomolekulare Medizin beinhaltet für mich die Gesamtbetrachtung der Stoffwechselfunktionen über Vitamine, Mineralstoffe und Aminosäuren und so weiter. Und ich habe viel Spaß daran zu schauen, dass man erstmal die normalen, natürlichen Stoffwechselvorgänge wieder optimiert und da genau hinschaut, bevor man anfängt, mit Medikamenten zu irgendwas zu regulieren. Und bei Magnesium ist es natürlich so, muss ich sagen, man kann, glaube ich, gar nicht alles wissen, was man zu Magnesium wissen könnte. Deswegen ist es auch vermessen zu sagen, ich kenne mich damit super aus. Ich kenne mich damit, glaube ich, recht gut aus. Und es ist immer wieder so, dass ich mich auch vor dem Interview nochmal hingesetzt habe, nochmal die einzelnen Formen angeguckt habe, dass man das nochmal so präsent hat. Und ich habe auch lange gesucht, bis ich eine Magnesiumform gefunden habe, für mich persönlich wiederum, die gut funktioniert. Und ich gebe das natürlich gerne weiter. Okay, sehr spannend. Magnesium, ich sag mal so, es ist schon irgendwie da. Man kann es im Drogeriemarkt kaufen, in der Apotheke. Also es ist irgendwie, ist es schon da, aber so in meiner Wahrnehmung geht es da viel zu wenig in die Tiefe. Also jeder eigentlich hat es schon mal gehört, wahrscheinlich, der sich für seine Gesundheit interessiert, Magnesium. Aber ja, ich denke, da ist noch viel, viel Luft nach oben bezüglich der Aufklärung und ich denke, da können wir heute einen großen Beitrag damit leisten. Vielleicht könntest du kurz und knapp sagen, warum ist Magnesium so wichtig, so essentiell? Warum können wir ohne Magnesium nicht leben? Genau, also weil Magnesium ist wie ein Element. Wir kennen vielleicht aus der Schule noch das Periodensystem der Elemente. Das sind alle Elemente drin wie Selen, Calcium, Bor, Jod, was weiß ich, Zink. Das sind alles Elemente. Und Magnesium ist eben auch ein Element. Es hat eine bestimmte Ladung. Das heißt, für bestimmte Stoffwechselprozesse ist es unerlässlich, weil jede Nervenübertragung immer mit Ladungsverschiebung einhergeht. Und Magnesium ist da eben wesentlich dran beteiligt. Magnesium ist an über 300 Enzymfunktionen beteiligt. Das heißt, sämtliche Regulationen, könnte man fast sagen, haben irgendwo mehr oder weniger mit Magnesium zu tun. Es hat einen großen Anteil in den ganzen Nervenbotenstoffen. Das heißt, für die Erregungsübertragung, sei es jetzt nur im Gehirn, am Herzen, in der Muskulatur. Wir brauchen es in den Methylierungsprozessen, das heißt, wo überhaupt genetische
Funktionen oder die Gene quasi aufgefordert werden, was zu tun. Das ist die Methylierung, wo es immer mitgebraucht wird. Wir brauchen sie in Entgiftungsfunktionen, damit überhaupt das alles richtig zusammengebaut wird. Das heißt, eigentlich überall. Wenn die Leute dann so sagen, ja, Magnesium nehme ich, dann sage ich, okay, was nehmen Sie denn? Ja, ich nehme 300 Milligramm am Tag. Dann sage ich, welches denn? Weil wenn man so ein ganzes Molekül hat, Magnesium, weiß ich nicht, Glycinat, Oxid, Citrat, Taurat, was, keine Ahnung welches, dann wiegt halt, ist der eine Teil des Magnesium, der andere Teil ist eben das, was da dran hängt. Das heißt, das Element, man muss immer den elementaren Teil eben auch sehen. Man muss sehen, wie wird das aufgenommen. Und manche sagen, nee, Magnesium vertrage ich nicht. Dann frage ich immer, ja, wie jetzt? Ja, dann haben sie sich halt in der Apotheke halt ein Präparat gekauft, wovon sie Durchfall bekommen haben, dann lassen sie es wieder. Und das ist natürlich sehr schade. Und wenn sie dann schon Krämpfe haben, dann weiß ich, dann ist der Mangel halt schon mal ganz erheblich. Aber es hat Ja. eben auch in vielen anderen Stoffwechselprozessen eine sehr große Aufgabe. Ich habe jetzt mal gerade nebenbei hier auf mein Magnesium-L-Treonat geschaut und da steht dann quasi drauf 2000 Milligramm und das, was du gesagt hast, man muss halt schauen, wie viel elementares Magnesium drin ist. Und da sind es zum Beispiel, wenn ich das jetzt richtig deute, nur 145 Milligramm von den 2000 Milligramm. Und das ist quasi die relevante Zahl. So. Ja, und das ist nicht alleine relevant, sondern die Verbindung, die da dranhängt, beeinflusst ja die Aufnahme. Wohin, wie gut und beeinflusst auch noch andere Stoffwechsel, Prozesse, wie zum Beispiel, es gibt halt Magnesiumformen, die regulieren die Magensäureproduktion, andere überwinden überhaupt erst die Blut-Hirn-Schranke. Und andere wiederum werden gut in die Zellmembran aufgenommen. Das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Also man kann sich auch nicht nur an dem elementaren Anteil orientieren, sondern es ist dann schon gut, wenn man je nach Notwendigkeit die entsprechenden Formen oder Formen wählt. Ja, Und schon ist also das diese ein beiden Grund. Faktoren sind wichtig. Einmal wie viel elementar und in welcher Form, Genau. beziehungsweise auch wahrscheinlich dann zu welchem Zeitpunkt oder in welcher Das auch noch. Frequenz über den Tag Das verteilt, auch noch. mit Abstand zu den Mahlzeiten oder nicht, können wir später noch drauf eingehen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert vor unserem Gespräch, welche Symptome oder ja, so sage ich mal, Warnzeichen es gibt in Bezug auf einen Magnesiummangel. Und ich würde es einfach mal vorlesen. Du kannst dir was dazu sagen, ob sich das mit deinen Praxiserfahrungen und mit deinen Patienten deckt. Und zwar alles, was Richtung Muskeln geht, also Muskelkrämpfe und so weiter, dann Stress, Angst, psychische Themen, bis hin zu Depressionen. Kognitive Funktion, also kognitiver Leistungsabfall, Herzthemen, Bluthochdruck, PMS, Migräne, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, chronische Müdigkeit, instabiler Blutzuckerspiegel, Diabetes, Übergewicht. Und dann habe ich mir noch drei Pünktchen gemacht. Also kam wahrscheinlich noch einiges Gerade dazu. überlegt, ich habe noch irgendwas einfach, was du nicht aufgeführt hast. Fällt mir höchstens auch ein bei Erkrankungen wie zum Beispiel Demenz bei bestimmten Formen, dass eben auch da wieder Ablagerungen abgebaut werden können. Ja. Ja, genau. Also mehr oder weniger kann es alle, fast sämtliche Symptome, da kann es beteiligt sein. Auf jeden Fall. Das heißt, ich gehe davon aus, dass fast alle Leute, die bei dir in der Praxis sind, entweder ihr messt den Magnesiumwert und der ist Messen wahrscheinlich immer. fast immer im Mangel. Das heißt, keiner geht fast nach Hause ohne eine Empfehlung, dass er Magnesium nehmen soll. Ja, definitiv. Es ist so, dass was an Mineralstoffen meistens fehlt, ist wirklich Magnesium, Zink und Kalium. Das sind die drei, die ich bei den meisten im Mangel sehe. Manche haben auch massive Selenmängel, aber Magnesium ist sehr häufig dabei, besonders bei sehr aktiven Personen. Danach frage ich ja auch immer so, wie ist so deren Aktivitätsstatus. Manche sind halt immer wie Speedy Gonzales unterwegs, andere sind haben halt oder machen vielleicht auch Leistungssport und die haben natürlich auch einen viel höheren Magnesiumbedarf. Und dann muss man eben auch gucken, dass man das auch mal Hämatokrit korreliert misst. Das heißt, die Blutzellzahl ist ja der Hämatokritwert, sodass man das ins Verhältnis setzt, wenn man das misst und nicht nur im Serum guckt. Man sagt, ja, dann kann ich ja zu meinem Hausarzt gehen. Ja, wenn der ein bestimmtes Labor verwendet, wo das nur im Serum gemessen wird, dann kann es sein, dass wir das nicht sehen. Es kann zum Beispiel sein, dass die Zelle auch mehr Magnesium rausschiebt
Und intrazellulär ein größerer Mangel ist, sodass es aber im Serum gut aussieht. Darum sollte man auch sowieso die Mineralstoffe Hämatokrit korreliert messen. Für den Zuschauer, was heißt das jetzt konkret? Das heißt, wenn er zu seinem Arzt geht und das messen lassen möchte, was muss er sagen? Welches Zauberwort? Ich möchte. Also das heißt dann immer im Vollblut, dann wissen die das aber nicht, weil sie sagen, ja, ich nehme das volle Blut ab. Das reicht noch nicht, das so auszuführen, sondern wird dann das intrazellulär auch gemessen. Und damit sind aber manche schon überfragt. Und wenn man das merkt, dass dann der Kollege nicht so genau weiß, was gemeint ist, weil er eben nur das Standardlabor zur Verfügung hat, muss man ja auch mal überlegen, im Kassensystem ist das ja auch nicht so einfach, sowas unterzubringen. Das ist ja nicht vorgesehen, dass man sowas intrazellulär misst. Und wenn er das nicht kennt, dann müsste, wenn er es kennen würde, weiß er auch, welches Labor das macht. Insofern kann man fragen, messen Sie das denn intrazellulär? Und wenn man darauf die Antwort bekommt, wie meinen Sie das? Nee, und das reicht im Serum, dann weiß man, man kriegt nicht die Antwort, die man eigentlich möchte oder haben sollte, um das vernünftig zu beurteilen. Okay. Und nochmal zu deiner Praxis. Sagen wir mal, da sind jetzt 100 Leute, von 100 Leuten, die du misst. Wie viele haben einen guten Magnesiumspiegel? Man muss natürlich dazu sagen, die meisten, die jetzt zu dir kommen, die haben schon über einen längeren Zeitraum gesundheitliche Herausforderungen wahrscheinlich. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Zu mir kommt ja jede sozusagen gesundheitliche Störung von A Ja. bis Z, von Kopf bis Fuß. Und wir haben viele Patienten, die natürlich schon auf ihre Gesundheit geachtet haben, mit Ernährung sind und auch schon Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Und wir haben welche, die es gar nicht tun. Und die, die es gar nicht tun, haben eigentlich durchweg einen Mangel. Die, die schon was einnehmen können, trotzdem Mangel haben. Also das kommt eben auf viele Faktoren an, kommt an, was für ein Präparat die genommen haben. Und wir sehen eigentlich, wie ich schon sagte, ist Magnesium gehört mit zu den häufigsten Mängeln. Zinkmangel ist eigentlich der häufigste Mangel. Selenmangel, wenn überhaupt nichts eingenommen wird, dann ist der mit Abstand führend und zwar ganz erheblich. Und Magnesiummangel kommt dann schon als nächstes. Okay. Das ist natürlich die Frage, warum treten diese Mängel so häufig auf? Also, was für mich auf der Hand liegt, ist einmal, dass deutlich weniger Magnesium in den Lebensmitteln drin ist, weil weniger in den Böden ist und weil wir dadurch weniger aufnehmen. Zweitens könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der Verbrauch heutzutage viel größer ist als vielleicht noch früher oder zumindest häufig größer ist als früher durch Stress, Elektrosmog, ja, höhere Giftbelastung. Und ja, gibt es noch andere Gründe dafür, dass so ein Mangel so weit Das verbreitet ist? ist schon das Wesentliche, was du genannt hast. Es ist so, dass die, ich sag mal, wir armen Menschenkinder wurden so gebaut, dass wir eigentlich so den Steinzeitmenschen noch sehr ähnlich sind. Und da war nicht vorgesehen, dass so starke Giftbelastungen eben auch zu wuppen waren oder dass man ruhig auf seinem Stuhl sitzen kann und in den Computer schaut und sich aber im Fluchtmodus befindet, im absoluten, oder dass der Säbelzahntiger kommt. Das ist eben heute fast üblich, dass viele Leute auf so einem ganz hohen Stresslevel sind, auch gar nicht mehr richtig runterkommen. Die Anforderungen an den Stoffwechsel sind deutlich höher geworden und wir sind da halt trotzdem noch, so wie wir gebaut sind, immer noch, kann die Evolution da noch nicht hinterherkommen, die ganzen Toxine eben auch mit zu verstoffwechseln oder dem Stress zusätzlich gerecht zu werden und dann noch der verminderten Verfügbarkeit in der Nahrung. Das sind einfach zu viele Komponenten. Ich glaube, bei Magnesium ist es besonders stark, dass es also der Anteil in den Böden besonders stark runtergegangen ist. Wenn ich das so Habe ich von dem, jetzt was keine Zahlen ich habe dazu? auch keine Schwarz-auf-Weiß-Zahl, aber ich habe schon häufiger was in die Richtung gehört, dass das in den Böden im Vergleich noch zu anderen Mineralien, die natürlich auch runtergegangen sind, dass das Magnesium besonders stark betroffen ist. Müsste man Ich nochmal glaube, der genauer Selenmangel recherchieren. ist wirklich der stärkste, aber sind die Mineralstoffmängel haben stark zugenommen. Dazu kommt auch, dass sich die Nahrung so verändert hat, dass viele Darmstörungen haben, ohne es zu wissen. Also wenn ich Menschen frage, wie ist ihre Verdauung gut, dann frage ich erstmal, okay, was heißt für sie gut? Und dann frage ich konkreter ab und dann höre ich auf den Bauch und höre dann unglaublich viel Luft, die da bewegt wird. Dann weiß ich, okay, gut. Es ist den Menschen oft nicht bewusst, dass sie Verdauungsstörungen haben und dass dadurch natürlich auch sehr viel an Aufnahme nicht möglich ist oder zu schnell durchgeht und dann Mängel entstehen, die nicht sein müssten. Allein schon,
wegen der Darmstörung, weil vielleicht genug aufgenommen wird, aber der Darm es eben nicht richtig verarbeiten kann. Ja, spannend. Bevor wir drauf eingehen, also wie man es anwendet, wie man es dosiert und so weiter und so fort, würde ich noch kurz mit dir gerne drüber sprechen, wie es bei den einzelnen, sage ich mal, Symptomenkreisen, zum Beispiel in Bezug auf die Psyche oder in Bezug auf die kognitive Leistungsfähigkeit oder ja, Energiegewinnung, wie ist da, warum Magnesium da eine große Rolle spielt? Was ist aus deiner Sicht so am wichtigsten? Womit wollen wir starten? Ja, zum Beispiel der ganze Adrenalin-Dopamin-Stoffwechsel. Da ist an so vielen Stellen wird Magnesium als Kofaktor benötigt, dass da besonders ein besonders hoher Verbrauch ist. Und wir können gar nicht richtig Adrenalin aufbauen, abbauen, Dopamin und so weiter, weshalb dann auch, wenn es bis hin zu Angstzuständen geht, dann ist der Dopaminmangel schon ganz erheblich. Und es ist jetzt, es gibt Menschen, die bauen es halt auch schneller ab und andere bauen es langsamer ab. Beide haben erhöhten Bedarf und dann noch ein erhöhter Bedarf durch mehr Stressbelastung. Da ist Magnesium ganz, ganz erheblich. Auch in der Herstellung des Serotonins und des Glücklichkeitshormons oder auch in der Vorstufe dazu, dass es überhaupt richtig umgewandelt wird, ist auch schon das Magnesium beteiligt, dass die Aminosäuren so umgewandelt werden, dass am Ende dann Serotonin, das Glücklichkeitshormon, herauskommt oder auch in dem Stoffwechsel, wo das vielleicht nicht so gut funktioniert und es fehlgeleitete Stoffwechsel geben, wo toxische, also giftige Nervenabbauprodukte, also toxische Stoffwechselabbauprodukte das Nervensystem belasten. Daran ist auch Magnesium beteiligt, das in Ordnung zu bringen. Das heißt, wir haben in der ganzen, im ganzen Nervensystem haben wir vielfältige Notwendigkeit für Magnesium und dann auch nicht nur im Aufbau, Abbau, sondern auch in der Übertragung der Signale. Darum ist da der wesentlichste, für mich wesentlichste Ansatzpunkt, weil das natürlich, ob man jetzt zu Herzrhythmusstörungen geht oder gut, die Krämpfe, das ist den Leuten eher bekannt, aber auch Migräne hat mit der Gefäßspannung zu tun, auch der Bluthochdruck hat damit zu tun. Ja, das sind alles so Punkte, wo Magnesium einen großen Einfluss hat. Heißt, nochmal ganz, ganz simpel ausgedrückt, Magnesium wird dafür benötigt und wenn nicht genügend Magnesium da ist oder teilweise sehr wenig Magnesium, dann können diese Prozesse einfach nicht reibungslos ablaufen und Genau. daraus entwickeln sich Störungen, Symptome und so weiter und so Genau, in fort. der Folge auch. Durch Ansammlung von Abbauprodukten, durch eben Nicht-Abtransport oder zu fehlgeleiteten und dann kommt halt eins zum anderen. Ja, Das und Gleichgewicht ist da auch wichtig mit anderen Mineralstoffen, Vitaminen und so weiter. Natürlich dadurch, dass einige, was weiß ich, zum Beispiel, du hast gesagt, Serotoninproduktion. Wenn nicht genügend Magnesium da ist, kann nicht genügend Serotonin produziert werden und dann kann es auch allein deswegen schon zu Symptomen kommen. Dann kann es deswegen schon zu, auch zu Schlafstörungen kommen und zu Melancholie. Ja, das hängt alles damit zusammen. Und dann ist der Körper, vielleicht könnte man das auch fast so sehen wie ein natürlicher Regelprozess, dass an der Stelle, wenn es da fehlt, dann schaltet der Körper natürlich in Sparmodus. Dann hilft es wieder an anderer Stelle, vielleicht Entgiftungsfunktionen besser aufrechtzuerhalten, weil der Körper halt deprimiert wird im wahrsten Sinne des Wortes. Also er handelt schon intelligent und probiert das Beste rauszuholen aus dieser Mangelsituation. Deswegen ist es ja so spannend, wenn man Leute, manchmal komme ich dann, die stellen so ulkige Fragen, ne? Also so Fragen wie, ich lasse mich beim Autofahren provozieren oder ich kann nicht gut warten oder auch die Restless Legs oder was auch immer. Es sind so viele Symptome, die man mit abfragen kann und wo man dann rückwärts überlegt, wohnt an welcher Stelle hat es jetzt, fehlt es jetzt, ne? Und das dann wieder richtig zusammenzusetzen, das macht halt. Macht das Spaß, ne? Weil so damit man als Arzt auch sein Erfolgserlebnis hat. Man möchte ja, am Ende möchte man ja, dass man, dass sich was verändert. Ja, vor allem, wenn ich jetzt statt Psychopharmaka einfach auch mit Magnesium und anderen Substanzen noch deutlich bessere Erfolge haben kann und keine Nebenwirkungen, dann ist es ja eine super Sache. Kann man so sagen. Okay.
Wollen wir auf die Anwendung zu sprechen kommen? Also du hast ja schon gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Formen, die haben dann verschiedene spezielle Funktionen. Und natürlich sollte man auch bei der Dosierung und bei der, sag ich mal, Frequenz der Einnahme auch einiges beachten. Wo wollen wir starten? Was ist am wichtigsten? Ja, also bei der Einnahme vielleicht Ja. grundsätzlich, dass es da eben Unterschiede gibt. Es gibt Formen, die kann man zum Essen nehmen, weil sie die Magensäureproduktion ankurbeln. Das ist zum Beispiel eben auch das Malat und Chlorid. Chlorid kann mal wieder Durchfall machen. Dann sollte man nicht unbedingt andere Formen sollte man eher nüchtern nehmen, wie das Bisglycinat. Und nicht auch zu fettem Essen, das ist eben sehr unterschiedlich. Vielleicht sollte man da dann bei den einzelnen Formen nochmal drauf eingehen, wie die Okay. sind und dann, wie die dann aufgenommen werden. Und Ja. von der Menge jetzt an elementarem Magnesium, es ist ja immer witzig, wie manche Leute sagen, ja, aber das kann man auch überdosieren und dann nehmen sie es lieber gar nicht. Häufig beim Vitamin D so, was auch ein Kofaktor ist. Aber 350 bis 300 Milligramm ist elementares Magnesium ist okay, bis 500 ist auch noch okay. Und man kann es auch noch steigern bis auf 800. So, da passiert nichts Schlimmes. Ne? So. Aber das schaffen ja die meisten sowieso nicht so viel einzunehmen. Man ist ja schon froh, wenn man ja bei 300 Milligramm elementar Magnesium ist. Und die Und Kupfer. es wäre wahrscheinlich auch noch wichtig, also laut meinem Wissensstand ist es so, man sollte es über den Tag verteilt einnehmen. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich, oder es bringt eher weniger, wenn ich 900 oder 800 Milligramm auf einmal nehme, statt ich verteile das auf drei Portionen, oder Also hat sich das, so viel würde auch keiner auf einmal unbedingt ja, einnehmen. oder Das sagen kann man wir, ich habe, du empfiehlst jetzt eine Menge, sagen wir mal, der Patient soll 500 Milligramm zu sich nehmen, und dann würdest du doch aber wahrscheinlich empfehlen, das über den Tag verteilt aufzunehmen, oder? Na, viele kriegen das nicht gut hin. Ich gucke Okay. halt möglichst, dass sie ja, die schaffen es nicht den ganzen Tag irgendwie dauernd sich damit zu beschäftigen. Es ist auch einfach zu viel dann. Ja. So, das ist einfach nur meine persönliche Erfahrung. Das, was jetzt optimal wäre, immer schön über den Tag verteilt, das ist halt immer besser, ne? Ja. Egal, was wir machen. Aber häufig versuche ich das da eben so einzutakten, dass sie das eben morgens und abends nehmen können, weil es dann leichter ist für sie. Okay. So, dann kommt es auch auf die Indikation an und womit man das kombinieren kann. Die meisten Ja. schaffen es am besten, wenn sie morgens und abends ihre Sachen einnehmen und dann einen Tag über Ruhe haben. So, und Okay. deswegen ist es ohnehin ganz gut, wenn man Präparate nimmt, die vielleicht eine Kombination aus verschiedenen Formen sind, aber möglichst natürlich nicht aus solchen Formen, die, sagen wir mal, mit Essen und ohne Essen eingenommen werden sollen, weil dann ist es auch wieder nicht so toll. Ich meine, es ist auch wieder besser, als wenn man es dann gar nicht einnimmt. Insofern würde ich es wirklich davon abhängig machen, was ist mein Hauptbedarf? Das ist meine Hauptindikation, wo ich denke, wo ich Magnesium brauche. Bin ich eher jemand, der den ganzen Tag wie Speedy Gonzales eben unterwegs ist? Oder bin ich eher so, dass ich mich zurückziehe, ruhig und Angstzustände? Was ist eigentlich der Hauptfokus? Ich frage in meinem Anamnesebogen auch immer ganz am Ende, was ist Ihre Absicht? Also, und was ist Ihre Erwartung an mich? Dann kriege ich raus, was ist deren wichtigstes Problem, was sie. Wenn sie, ne, weil ich gucke natürlich den ganzen Menschen an und vergesse dann manchmal so ein bisschen oder muss mich dann immer wieder darauf konzentrieren, was ist deren Hauptproblem? Und wenn das Hauptproblem eben die Migräne ist, dann weiß ich, okay, da muss der Fokus liegen und dann schaue ich da natürlich als erstes mit hin. Und bislang ist es mir noch, muss ich sagen, müsste ich gut überlegen, ob es mir mal jemandem nicht gelungen ist, eine Migräne wegzukriegen, aber eine Migräne ist halt einer der Indikationen, wo Magnesium auch eine große Rolle spielt. Und ich hatte halt früher zu sehr stressigen Zeiten selber Migräne, bis ich das alles verstanden habe, was da eigentlich abgeht. Das ist so lebenseinschränkend. Das ist auch so eine Indikation, wo ich mir denke, oh nee, das muss man doch nicht haben. Das geht doch. Ne? Ja. Das kriegst du, also wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass man das schon häufig mit einfach mit dem Ausgleichen von Mängeln deutlich verbessern kann, oder? Das kann man deutlich verbessern. Man muss eben gerade bei Migräne zum Beispiel auch verschiedene Komponenten betrachten. Aber Magnesium spielt eben eine ganz große Rolle. Sonst
Verliere mir jetzt den Faden, wenn ich mal Migräne anfange. Aber Ja. es hat eine der Indikationen. Es gibt so bestimmte Indikationen, wo man sich immer freut, wenn man sagt, oh super, das ist super einschränkend. Und dann freut man sich schon darauf, wie die Leute anschließend ihre Lebensqualität verbessert haben. Und daran habe ich halt Freude. Also, wenn ich immer so überlege, was macht mir Freude, wozu mache ich das eigentlich alles, dann ist es so, ich freue mich einfach daran, wenn ich dann so eine strahlende Person wieder vor mir sitzen habe und die dann irgendwie sagt, Mensch, seitdem, jetzt geht es mir wieder richtig gut, oder man hört dann ganz lange nichts von denen, so, dann weiß man so, ja, denen geht's gut. Die dann vielleicht schon 10 Jahre lang Migräne hatte und wurde immer gesagt, ja, wir können nichts machen oder es ist genetisch bedingt oder ja, vielleicht mal dieses oder jenes Medikament Ja. probieren und dann kommen sie zu dir und dann geht's richtig los. Das kann, weiß ich nicht, kann so sein, aber ich, Keine Heilaussagen an dieser Stelle. nee, keine Heilaussagen, aber es ist eine der Indikationen, die ich sehr gerne behandle, Ja. weil die Erfolgsquote recht hoch ist. Ja. Noch kleiner Tipp für die Leute, die Schwierigkeiten haben, ihre Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Also ich nehme immer solche Medikamentenboxen, ohne dass ich jetzt Medikamente reinpacke. Und dann kann man sich das für die ganze Woche vorpacken. Und dann hat man das, kann man auch mit auf Arbeit nehmen oder wohin auch immer. Und das erleichtert die Einnahme, zumindest für mich, enorm. Das ist alles Ja. schon vorgepackt, setzt man sich einmal hin, dauert 10 Minuten für die ganze Woche und dann ja, ist die Nährstoffversorgung weitestgehend sichergestellt. Stimmt, das ist wirklich ein guter Tipp, das so zu machen, dass man nicht da immer 10 Dosen aufschrauben muss. Richtig, Ja, also das ist entlastet enorm auch das Gehirn und die Organisation und so weiter und so fort. ich mache zu Anfang, mache ich meinen Patienten, wenn die sehr starke Mängel haben, individuelle Vitalstoffmischungen. Ja. Spezialapotheke, weil ich dann erstmal die Einnahme erleichtern kann. Weil dann machen wir auf der einen Seite sind wir am Darm, auf der anderen Seite sind wir an anderen Dingen beschäftigt. Und dann haben sie erstmal so ein Pulver, was sie insgesamt einnehmen können. Da kann ich aber natürlich auch nicht alle Magnesiumformen reinmachen. Das kommt eben ganz drauf an. Aber eine Dose, da müssen wir hinterher nochmal sprechen, welche du da hast. Okay. Okay, dann. Genau, also wir hatten jetzt gesagt, du gibst meist, also du empfiehlst abends und morgens, weil das einfacher ist für die Leute zum Einnehmen und dann Und wenn ich probierst du da danach muss. mehrere Formen auch, dass sie Ja. mehrere Formen gleichzeitig aufnehmen. Genau, je nach Indikation und Nach vielleicht Indikation. gucken wir eher nach den verschiedenen Formen, welche wie aufgenommen werden. Also ein Problem ist häufig bei der Magnesiumeinnahme eben der Durchfall, wobei ich es eben auch bei Verstopfung gezielt gebe. Bei Verstopfung gebe ich häufig dann Magnesiumchlorid, was ich sonst aber kaum gebe für die Einnahme, weil es wäre jetzt höchstens noch bei Magensäuremangel sinnvoll, aber da gebe ich wiederum was anderes. Das heißt, das, was sehr gut vertragen wird, sind Magnesiumformen, die an eine Aminosäure gebunden sind, weil sie noch zusätzlich die Aminosäurenfunktion damit hinein kommt. Also zum Beispiel das Magnesium-Bisglycinat. Da ist halt das Glycin mit drin, das ist eine Aminosäure. Und das macht eben meist keinen Durchfall. Es ist besonders entspannend, weil es eben mit dem Glycin auch noch auf die Schlafqualität und so weiter einwirkt. Und es ist sehr hoch bioverfügbar und wird eben nicht direkt im Verdauungstrakt abgebaut, sondern wird durch die Bindung an Glycin eben in die Zelle transportiert. Und häufig gibt es auch das Problem mit dem pH-Wert im Darm. Da ist es dann eben unabhängig davon. Man muss nur aufpassen, wenn man Candida-Pilze im Darm hat, dann könnte es nachteilig sein. Und da muss man halt gucken. Was könnte nachteilig sein, wenn man Candida hat? Wenn man Candida-Pilze hat, das Magnesium-Bisglycinat zu nehmen. Okay, weil der Candida dadurch gefüttert werden könnte oder wegen anderen. Wie der Mechanismus genau ist, bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich weiß nur, dass Ja. es so ist. Okay. Und also wie stark muss ein Candida ausgeprägt sein, damit das Probleme gibt? Weil es hat ja fast jeder, oder? Zu einem gewissen Maß. Nee, Candida-Pilze, da hast du schon recht. Candida-Pilze sind natürlich im Darm, aber Ja. wenn man zum Beispiel eine weiße belegte Zunge hat und wenn man in ein Glas Wasser spuckt und die Spucke geht unter, dann hat man schon mehr ein Candida-Problem. So kann man das ja selber nochmal testen, ob man da mit
mit Candida-Pilzen ein Problem hat. Ansonsten muss das Ganze in der Waage gehalten werden. Das ist aber kein Grund, jetzt Magnesiumbisglycinat tatsächlich da negativen Touch zu geben, weil es eins der mit am bestverträglichsten Magnesiumformen ist und einfach sehr gut auch in die Zelle aufgenommen wird. Und das nächste, was ich sehr gut finde, ist, wenn es an Taurin gebunden ist, weil Taurin gehört auch mit zu den Aminosäuren, aber Taurin ist halt direkt beteiligt an der Energiegewinnung in der Zelle. Und es gibt halt dieses Magnesium-Taurinat oder N-Acetyl-Taurinat. Das ist halt besonders gut für die Passage ins Gehirn. Also, dass es wirklich ins Gehirn aufgenommen wird, so wie auch Magnesium-Treonat. Das wird auch sehr gut ins Gehirn aufgenommen. Aber Taurinat hat zusätzlich beeinflusst ganz stark die Energiegewinnung in der Zelle. Weshalb es für Müdigkeits-, also für CFS-Patienten oder auch für Fibromyalgie-Patienten besonders gut ist. Oder auch wenn es gerade ums Nervensystem geht, dann geht es auch wieder um die Herzfunktion. Da ist Taurin sowieso auch sehr ausgleichend, weil es auch noch den Kalziumstoffwechsel damit beeinflusst, sehr positiv. Und alles, was wirklich mit dem Nervensystem zu tun hat, ob das ein Trauma war, weil wir eine Gehirnerschütterung hatten oder kognitive Störungen, das heißt, das Gedächtnis nicht so gut ist, die Konzentration nicht gut ist, die Hyperaktivität zu stark ausgeprägt ist, weshalb das auch in Richtung ADHS natürlich immer eine Indikation ist, das zu nehmen. Aber wie gesagt, im Grunde genommen gilt das auch schon wieder. Mit dem Nervensystem gilt auch für das Treonat, für das Magnesium-Treonat. Es hat aber besonders eine Auswirkung auch auf Angstzustände, weil es eben mit dem Glutamatrezeptor interagiert. Das macht Magnesium-Treonat auch, aber eben das Taurinat eben noch mehr mit der Energiegewinnung in der Zelle. Und Kopf- und Nervensystem, da sind wir auch wieder bei Epilepsie und auch bei Migräne. Zusätzlich entgiftet Taurin, also ist das eine Magnesiumform, die eine mit der für mich am wichtigsten, ne, Bisglycinat und dann Taurinat, das sind so die beiden mit wichtigsten, aber auch Treonat. Aber ich komme auf die anderen Formen noch, ich habe mit denen angefangen, weil das sind dann vielleicht auch meine Lieblingsformen. Ja, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ist also die Menge an Aminosäuren, wie zum Beispiel Glycin oder Taurin, ist schon relevant sozusagen, die da enthalten ist. Also da sind jetzt nicht nur kleine Spuren enthalten, um das Magnesium dran zu binden, sondern da ist schon eine gewisse Menge drin, die dann auch Wirkung hat im Na, Körper sozusagen. das ist die Form. Das Ja. ist nicht das Taurin drin, sondern es ist halt genau Magnesium alleine Ja. geht so nicht. Es ist Ja. immer da gebunden an etwas. Und wenn es an eben Taurin gebunden wird, dann haben wir diese zusätzliche Funktion, die Taurin mit sich bringt. Wenn es an Glycin gebunden ist, ist es zusätzliche Funktion, die Glycin mit sich bringt. Okay. Und das zusammen, also das in der Kombination, dass es dann direkt an den Rezeptor zum Beispiel geht und dahin, wo wir es hinhaben wollen, das ist ja wie so ein Targeting, dass es dann das Ziel findet. Okay. Ja, machen wir weiter mit den nächsten Formen. Die meisten kennen wahrscheinlich Citrat oder Tricitrat. Oder nee, wie heißt das? Trimagnesiumdicitrat. Magnesium-Tricitrat. Genau. Dem wird halt zugesprochen, dass es eine sehr leichte Aufnahme in die Zelle ermöglicht. Man muss ein bisschen gucken mit Leuten, die Histaminabbaustörung haben. Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Wort Histaminunverträglichkeit, weil alle, die zu viel Histamin haben, vertragen es natürlich nicht. Histamin ist ein Entzündungsbotenstoff. Das heißt, Histaminabbaustörung, das kann eben ein bisschen Problem geben, aber eigentlich ist es die Form, die eben sehr gut aufgenommen wird und deswegen also da auch häufig drin enthalten ist. Also die guten Magnesiumformen haben wirklich dieses Dimagnesium-Tricitrat, womit sie das auch so bewerben, was dann auch so vorne gleich steht, ne? Und dann gibt es das eben auch noch mit dem, es gibt auch Produkte, man muss wirklich lange immer rumsuchen, dass man dann so diese Kombinationen findet, wo das so in dieser Zusammensetzung drin ist. Da bin ich immer sehr
bin sehr großer Excel-Freund. Ich habe immer alles in der Excel-Tabelle und gucke das dann immer und vergleiche das alles miteinander und bis ich dann so die Form habe, die gut gehen. Und ja, meine Patienten kriegen auch mal so einen Plan, wo es genau dann immer drin steht. Das ist immer so die Aufgabe, die ich immer noch nach der Sprechzeit irgendwie erledigen muss und die irgendwie mein Tagesablauf eigentlich am meisten stört. Aber ich habe immer diesen Anspruch, dass die Leute verstehen, warum und wozu ich ihnen was verschreibe und dass sie dann da mitgehen können. Und eigentlich machen meine Patienten dann immer auch, was ich sage. Ja. Also so gerade in dieser Zusammensetzung, vielleicht bin ich da auch ein bisschen so pingelig mit diesen Zusammensetzungen, dass ich genau gucke, wie interagiert das alles miteinander. Und das ist eben, ja, es ist nur hoch individuell. Okay. Gut, hattest du mich zu Citrat gefragt? Es gibt noch, ich war noch bei den Verbindungen mit den Aminosäuren. Es gibt noch weitere Formen, die ich der Vollständigkeit halber dazu erwähnen möchte. Das ist das Magnesiumalginat. Da ist es an Arginin gebunden. Das wird gerne von Sportlern, was hätte gefäßerweiternde, blutungssteigernde Wirkung. Und Magnesiumlysinat. Das ist das, was Lysin mit enthält. Lysin ist halt stark für die Virenabwehr und ist aber auch für die Kollagenproduktion wichtig. Das war mir nur noch von dem Gebundensein an Aminosäuren wichtig. Und dann würde ich im Grunde schon zu dem Magnesiummalat kommen wollen, weil Malat eben grundsätzlich in allen Zellen enthalten ist. Und wie, jetzt habe ich zu viel geredet. Und wir mit dem Magnesiummalat etwas haben, wo wir in die Energiegewinnung der Zelle direkt mit eingreifen können. Das heißt, in unserem Mitochondrien, in unseren Zellkraftwerken, gibt es den sogenannten Zitronensäurezyklus oder auch Krebszyklus genannt. Der ist aber nach Herrn Krebs benannt, hat nichts mit Krebs zu tun. Der Krebszyklus, Energiegewinnungszyklus, da spielt das Magnesiummalat eine große Rolle, weil das eine Magnesiumform ist, die halt sehr gut in dieser Energiegewinnung der Zelle halt eine Rolle spielt. Und da sind wir auch wieder bei Müdigkeitspatienten, bei CFS und auch bei Fibromyalgie, wo das Magnesiummalat eine große Rolle spielt. Und es ist auch hier so, dass Menschen, die zu einem Ungleichgewicht mit dem Kalzium neigen, spricht also auch zu Nierenstein und Gallenstein und so weiter, da spielt das Magnesiummalat eine große Rolle, weil es dies wieder so ausgleicht und tatsächlich auch Nierensteine wieder abbauen kann. Und es ist auch sehr hilfreich bei Leuten, die eine Fettleber haben. Ich meine, Magnesium ist ohnehin noch beteiligt an dem Insulin, an dem Zuckerstoffwechsel. Und das ist halt eine Form, die hier eine große Rolle spielt. Außerdem ist es auch ein Chelator, also ein Bindemittel für schädliche Metalle. Das macht so das Magnesium Malat. Das ist auch ein sehr wichtiges Magnesium, eine wichtige Magnesiumform. Täusche ich mich gerade oder ist Magnesiummalat, ist das, also dieses Malat, hat es was mit Apfelsäure zu tun? Ja, genau, Ja. genau, genau. Okay. Das ist Apfelsäure sozusagen. Das ist eine natürliche Fruchtsäure auch. Die kommt eben auch deswegen, kommt es auch in Lebensmitteln vor oder eben in Früchten und macht den sauren Geschmack mit aus. Ja, ich glaube, ich habe mal gelesen, kann es jetzt aber nicht be beweisen, dass das auch dabei helfen könnte, Aluminium Genau. zu entgiften. Ja, hast du recht. Okay, gut, damit sich dein Hals ein bisschen regenerieren kann, stelle ich mir noch eine längere Frage. Und zwar, also du kannst ja gleich noch mehr zu den anderen Formen sagen, aber was jetzt natürlich wahrscheinlich für den Zuschauer relevant ist, auch Magnesium über die Nahrung zu decken. Und ich würde es so einschätzen, dass es gerade, wenn man einen Mangel hat, klar kann man mit der Ernährung einiges machen. Das ist die Basis. Da sollte man drauf achten. Vor allem vielleicht, dass man nicht da Sachen zu sich nimmt, die eher noch mehr das Magnesium rausziehen oder verdrängen. Aber jetzt, wenn jetzt ein großer Mangel da ist, dann kann ich jetzt nicht einfach bei Google eingeben, magnesiumreiche Lebensmittel und dann besonders viel davon essen. Das wird wahrscheinlich in den wenigsten Fällen ausreichen.
Vor allem auch könnte ich mir gut vorstellen, dass diese Messungen, die da gemacht wurden, dass die vielleicht auch schon ein paar Jahrzehnte alt sind und gar nicht mehr so aktuell sind. Ja, das ist Also, häufig leider der Fall. ja. Und wenn ich jetzt hier, ich habe jetzt mal eingegeben bei Google magnesiumreiche Lebensmittel, da wird mir angezeigt Weizenkleie ganz oben, dann Amaranth, dann Haferkleie, Quinoa, Haferflocken, Reis, Dinkelmehl. Das heißt, ziemlich viele Schokolade auch vielleicht. Schokolade, es steht jetzt nicht drin, aber wird wahrscheinlich, ja, müsste dabei sein eigentlich. Das, ich habe mich jetzt gewundert, dass da nur Getreidesorten dabei waren, aber genau, es sind noch andere, so Auch wie Datteln, aber dann nützt es mir auch nicht, den ganzen Tag Datteln essen, dann habe ich ja wieder viel zu viel ja. Zucker. Ne? Also, Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte ist so, Bohnen und Samen sind so, die halt viel Magnesium enthalten. Und dann kommt es hier drauf an, wie ist die Darmfunktion, wie ist der Bedarf, was gibt es für Störungen bereits im Körper, welchen Verbrauch haben wir? Und da ist ja auch wichtig, dass viele der also Lebensmittel, die jetzt genannt wurden, enthalten ja auch relativ viele Antinährstoffe. Das heißt, es ist gar nicht gesagt, wie viel Magnesium kann ich jetzt wirklich davon aufnehmen. Ja, du kannst ja nicht Au die Nahrung nur analysieren und sagen, da ist so und so viel drin und dann ist es gut. Es geht alles über die Ernährung, muss man leider so sagen, dass so einfach ist das nicht. ja, und ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt aus einer, die, das Magnesium aus Haferflocken nicht besonders bioverfügbar ist. Vielleicht bei jemandem, der eine richtig starke Magensäure und Verdauung hat, ja, aber bei Leuten, die vielleicht da eh schon geschwächt sind, eher weniger, oder? Ja, also ich sage, wir kommen um die Nahrungsergänzungsmittel eigentlich nicht drum rum. Also wenn ich den ganzen Tag entspannt irgendwo im Grünen lebe, dann ist es vielleicht doch einfacher. Und wenn ich keine Stressbelastung habe, keine Funkbelastung, wenn ich den ganzen Tag mich super gesund ernähre und dann kommen wir vielleicht auch mit damit aus, nichts zusätzlich zu uns zu nehmen. Aber wenn wir halt in der Stadt leben und den ganzen Tag am Machen und am Tun sind und auch Nahrungsmittel zu uns nehmen, von denen wir nicht genau wissen, was alles drin ist, viele Zusätze und Verunreinigungen schmecken wir ja nicht, sehen wir nicht, riechen wir nicht, kriegen wir gar nicht mit. Das Fass ist da sehr, sehr groß von zusätzlichen Belastungen. Deswegen ist halt die orthomolekulare Medizin genau die, die da ansetzt und den Menschen die Nährstoffe wieder zur Verfügung stellt, die dann dazu führen, dass die Stoffwechselprozesse wieder vernünftig ablaufen können. Was mir noch eingefallen ist, wahrscheinlich auch alle grünen Lebensmittel tendenziell auch eine gute Magnesiumquelle. Also einfach nicht, dass es ausreichend ist über die Nahrung, aber ist wahrscheinlich für die Ma ist wahrscheinlich relativ bioverfügbar und da ist ja so bei dem Chlorophyll ist ja quasi ist ja sehr ähnlich zu dem Hemoglobin, bloß dass das Genau. Eisen mit dem Magnesium ausgetauscht ist. Also da ist auch ein bisschen Magnesium drin. Ja, genau. Sieht genau gleich aus. Das Hämoglobinmolekül für den Sauerstofftransport im Blut hat aber das Eisenmolekül in der Mitte und Chlorophyll sieht genauso aus, hat nur ein Magnesiummolekül in der Mitte. Okay. Willst du noch was zu den Formen sagen? Ich hatte dich ja unterbrochen, beziehungsweise Ja. du hattest eine Trinkpause. Genau. Also Magnesium-Orotat. Überhaupt sind die Orotate Formen, die sehr gut aufgenommen werden. Die sind eigentlich apothekenpflichtig, nicht verschreibungspflichtig, aber apothekenpflichtig. Es gibt aber einige Firmen, ich glaube, die sind dann im Ausland ansässig, die das auch so anbieten. Und es gibt auch in der apothekenpflichtig ist auch das Magnesium-Orotat von bestimmten Firmen. Es gibt aber auch andere Orotate wie Kalium-Orotat, Zink-Orotat und so weiter. Die werden sehr gut aufgenommen, haben eine sehr schnelle Aufnahme und sind dann halt auch ganz gut bei akuten Krämpfen oder auch fürs Herz und für die Muskeln und ist eine der Formen, die auch keinen Durchfall macht und die ich auch sehr gerne. Also die habe ich zum Beispiel in der Vitalstoffmischung, diese individuell, die ich mache, da mache ich unter anderem Magnesium-Orotat rein, weil das eben wie Apotheke hergestellt wird und dann eben ich das damit unterbringen kann. Threonat hatte ich schon angesprochen. Threonat ist die Form, die sehr gut ins Nervensystem geht und alles, was mit dem Nervensystem zu tun hat, was wir schon angesprochen haben. Ob das jetzt Hyperaktivität ist oder zu geringe Aktivität, Gedächtnis, Konzentrationsstörung, da ist auch immer wieder das Threonat, wie eben auch das Taurat, mit das, was gut gehirngängig ist und auch bei Migräne bevorzugt eingenommen werden sollte.
Weil das, ja, eins der, es schützt auch die Dopaminrezeptoren. Das sind ja die, die auch im Zusammenhang mit Aktivitätssteigerung, mit Antriebssteigerung und mit weniger Angst zu tun haben. Menschen, die Angstzustände haben, haben zu wenig Dopamin. Und bei denen ist dann natürlich das Threonat besonders wichtig. Und auch das ADHS geht häufig mit einem Dopaminmangel einher. Da ist auch wiederum das Threonat eins mit der wichtigen Magnesiumformen, die gut aufgenommen werden ins Nervensystem. Und dann haben wir noch das Magnesium-2-AEP, so heißt das. Das ist mit Phosphoryl-Ethanolamin. Das Wo musste ich ist jetzt denn auch das ausgepackt jetzt? mal. Ja, das ist auch eine Chelatverbindung. Und da haben wir halt die Struktur für die Zellmembranen mit drin. Also mit denen, das wäre jetzt zum Beispiel für Patienten, die wirklich mit dem Nervensystem so weitgehende Probleme haben wie eine MS. Weil die Myelinscheiden, also diese Schutzhüllen quasi um das Nerven, um die Nervenscheiden quasi angegriffen sind. Und da würde das quasi die Zellmembranen mit unterstützen. Okay. Was natürlich auch, also was es auch immer wieder als Empfehlung gibt, wo wir jetzt auch gleich zur nächsten Frage kommen, sind so natürliche Magnesiumverbindungen, wo aber auch immer relativ viel Kalzium mit drin ist, wie zum Beispiel diese Sangomeriskoralle oder auch Dolomit. Da ist jeweils, glaube ich, immer im Verhältnis von 3 zu 2 Kalzium, Magnesium. Das ist ja eigentlich so das natürliche Verhältnis drin. Genau. Aber das Problem ist ja eher, dass die meisten schon eher zu viel Kalzium haben, oder? Ja, die haben, was wir in den natürlichen Formen mit drin haben, ist dann häufig auch Silizium, was sehr, sehr wichtig ist in diesem Mineralstoffhaushalt, und Bor. Und das ist ja auch beispielsweise das Problem bei der Osteoporose. Sie geben dann immer Kalzium und verstehen nicht, dass es das Zusammenspiel mit Magnesium, Bor und Silizium ist und dass der Knochen eigentlich spröde wird, weil er ja spröde ja, also nicht mehr biegsam ist. Und deswegen hast du in den, was du angesprochen hast, in den Sangokorallen hast du dann eben diese natürlichen anderen Mineralstoffe auch mit drin, auch dann zum Teil auch Mangan, Molybden und eben bestimmte Spurenelemente. Und Silizium spielt da eben auch eine ganz große Rolle. Und Bor für die Aufnahme. Also wenn du Kalzium und Magnesium eben gibst, dann auch immer mit Bor zusammen. Weil das dann die Aufnahme und den Stoffwechsel und das Gleichgewicht eben vernünftig ausgleicht. Zum Thema Bohr habe ich den Hartmut Fischer interviewt. Ich weiß nicht, ob das schon draußen ist, das Video, wenn dieses Video hier draußen ist, aber falls nicht, dann noch ein bisschen Geduld. Da gehen wir auch ziemlich stark ins Detail rund um das Thema Bohr bzw. Borax. Das heißt, aus deiner Sicht ist es jetzt kein Problem, so zusätzlich noch so natürliche Verbindungen wie zum Beispiel Sango oder Dolomit zu nehmen mit den ganzen Mineralien drin und halt relativ viel Kalzium. Kein Problem. Kein Problem, wenn auch die Kofaktoren und so weiter, wenn es ausgeglichen ist. Also du kannst mich jetzt nicht fragen, ob es für jeden halt richtig Okay. gut ist wiederum. Das meine ich auch. Das ist eben sehr individuell. Ja. Grundsätzlich sind natürlich Formen sehr gut, weil sie dem natürlichen Leben quasi entsprechen. Und trotzdem kann der Körper ja eine Fehlregulation haben, wo es mit bei dem jetzt nicht mehr so gut funktioniert. So, deswegen ist das Ganze halt auch immer so komplex. Ja. Und vielleicht, wenn jemand jetzt schon zu viel Kalzium hat, woran man das auch immer feststellen könnte, dann sollte man er vielleicht nicht noch so ein. Die Frage ist, wenn du sagst, zu viel Kalzium haben, was hat er denn? Hat er im Blut, in der Vollblutmineralanalyse, obwohl Kalzium kannst du im Serum messen, das ist wenig so viel intrazelluläres, hat er einen hohen Kalziumanteil, weil ihm ein Vitamin D fehlt, weil sein Parathormon das Kalzium zu stark aus dem Knochen holt? Oder hat er so viel Kalzium, weil er zu viel jetzt zu sich genommen hätte? Oder hat er eventuell einen Kalziummangel, weil es halt in der Energiegewinnung der Zelle nicht mehr richtig funktioniert. Also das muss man schon differenzieren, wenn du sagst, er hat zu viel Kalzium.
Es ist aber auch so, dass eben nicht Calcium die Therapie der Osteoporose alleine ist, ne? Weshalb dann man da auch genauer hingucken muss. Strontium bei für Knochen, was aber also hast du schon Erfahrung damit oder eher nur im negativen Sinne? Jetzt kommst du mit ganz speziellen Fragen hinterher. Strontium, ich meine, Strontium ist ja Also ich bekannt. meine nicht das, was vom Himmel runterregnet. Ja, also womit ich mich zu wenig tatsächlich beschäftigt habe, sind, wenn ich dann die Zusammensetzung sehe von bestimmten Mineralstoffen. Ich lese, da ist dann Vanadium drin und Strontium, wie du es eben sagst. Und das kann ich nicht wirklich gut beurteilen. Ich habe das in dem Zusammenhang, für mich ist das, ich sehe das halt immer in den Schwermetallausleitungen mit Stoffen, die eben schädlich sind. Ich möchte nicht wirklich Strontium und Vanadium oder solche oder Uran oder wie auch immer da drin haben. Trotzdem gehört es auch zum Leben dazu. Aber dazu kann ich nicht wirklich, also ich habe dazu keine Erfahrung, da kann ich wirklich eine Aussage machen. Da Okay. Und du hast mir mal in einem anderen Gespräch gesagt, dass du auch gern mit Magnesiuminfusionen arbeitest. Also welche Vorteile haben die und welche Verbindungen sind da drin, zum Beispiel in so einer Magnesiuminfusion? Das ist dann meist Magnesiumsulfat oder Magnesiumchlorid. Und das hat den großen Vorteil, dass es dann schon im Blut ist und wir damit halt starke Magnesiummängel doch recht gut ausgleichen können. Also damit macht man wirklich, also mit einem Patienten, der so stark unter Krämpfen litt und die ganze Muskulatur total angespannt war. Und dass dann der dann wirklich mal so mal in die Entspannung kam, weil man einfach mal eine ordentliche Portion Magnesium in Mengen geben kann, die man so oral gar nicht so schnell aufsättigen kann. Das mache ich schon gerne. Außerdem verwende ich das Magnesium auch immer halt, um bestimmte Infusionen eben basischer zu machen. Halt, um dann einen kombinierten Effekt zu haben. Oder ich gebe es eben immer zusammen mit Kalium und mit Zink und so weiter. Also die weniger, also seltener eher das ganz alleine. Also wenn man die Möglichkeit hat, bei einem Heilpraktiker oder Arzt in der Nähe, der auch Infusion anbietet, dann und man hat einen nachgewiesenen Mangel an Magnesium, dann ist es keine schlechte Dann ist es auf Idee. jeden Fall eine gute Möglichkeit, mal so richtig aufzusättigen. So, wie häufig macht man das dann? Zwei, dreimal oder einmal Kommt ja auch oder? dem Mangel an. Mit einem Mal hat man schon mal die Erfahrung, wie sich es anfühlt, dass es besser ist. Und ich bin bei meinen Patienten sehr, sehr individuell. Also ich lege nie fest, wir nehmen jetzt fünfmal das und das und zehnmal das und das. Kann man machen, aber ich bin eigentlich so, dass ich jedes Mal von einem Mal zum nächsten Mal die Leute frage und die mit ins Boot nehme, sodass ich sage, okay, wie lange hat es angehalten? Und hält es jetzt länger an? Wie können wir den Weg halt optimieren? Deswegen gibt es bei mir keine Standardempfehlung. Aber man kann das natürlich, kann man es auch regelmäßiger machen und muss es natürlich auch mal wieder überprüfen. Dann gut. Was ist mit Magnesium äußerlich? Zum Beispiel als Spray, gibt es ja zum Beispiel auch mit DMSO zusammen, oder als Bad. Wie sind deine Erfahrungen diesbezüglich? Sehr angenehm, wenn ich Magnesium im Bad mache. Außerdem, ich habe mir so einen ganzen Eimer gekauft, das ist dann Magnesiumchlorid. Dann nehme ich da so eine ganze Handvoll, nehme das auch gleichzeitig als Peeling, mache dann ein Bad wie ein Basenbad, muss dann also mindestens eine halbe Stunde im Wasser bleiben. Als Öl, man kann ja das Pulver nehmen, kann das mit Wasser mischen, dann hat man eine ölige Konsistenz. Aber das ist so ein bisschen wie mit den Badehandtüchern, wo man sich das Meerwasser mit abgetrocknet hat, die trocknen irgendwie nie so richtig, weil halt Magnesium stark wasseranziehend ist als solche Salze. Das heißt, wenn man sich dieses Öl auf die Haut macht und wartet darauf, dass das Öl vermeintlich einziehen möge, da kann man ziemlich lange drauf warten, sonst muss man das schon sehr verdünnen. Und wenn man da eine Hose drüber zieht, dann klebt die halt an den Beinen. Das ist so eine Sache. Was gut funktioniert, ist Magnesiumsulfat eben auch als äußerliche Anwendung. Aber allein den Magnesiumhaushalt nur mit Magnesiumöl aufzusättigen, ist anstrengend, sage ich mal, ne? Es sei denn, man möchte jeden Tag baden oder man kann auch Fußbäder machen mit Magnesiumchlorid. Vor allen Dingen, wenn man
zum Beispiel zu Wadenkrämpfen neigt und eben diesen starken Mangel hat, dann empfehle ich den Leuten wirklich das Öl schon am Bett stehen zu haben, mit einem Handtuch am besten, sich das dann auf die Füße zu sprühen und oder auf die Beine, je nachdem, da wo der Krampf ist, innerhalb von ganz kurzer Zeit sind die weg. Da kann man sich dann umdrehen und weiterschlafen. Also da merkt man, wie stark das aufgenommen wird. Wenn man aber schon diese starken Krämpfe hat, dann ist es etwas, was keine Dauereinrichtung sein kann, sondern man muss halt dafür sorgen, dass man vernünftig Magnesium aufsättigt. Insgesamt, sodass es gar nicht erst zu Krämpfen geht, kommt. Aber wenn man Krämpfe hat, dann ist es halt fantastisch, wenn man das äußerlich aufträgt, dann sind die eigentlich in 0, nix weg. Also die äußerliche Anwendung eher so also zusätzlich, also schon sehr schon sinnvoll und wirkungsvoll, aber am besten kombinieren, weil Ja, und allein mit dadurch. DMSO hat man, ich meine, DMSO ist toll, Ja. aber DMSO wird halt ab einer bestimmten Menge dann auch ins Blut aufgenommen und man atmet es ab. Wenn das die Menschen, mit denen man zusammen ist, auch machen, dann merkt es keiner. Sonst ist man dann die einzige Person, die ganz fürchterlich stinkt und die Leute sich abwenden, weil man halt Schwefel abatmet und das riecht wirklich nicht schön. Also das. Da habe ich auch schon mal das Feedback bekommen. Aber Ja. eher, da habe ich das DMSO eingenommen. Wenn ich es jetzt äußerlich angewendet habe, da habe ich jetzt noch nicht so diesen Gestank oder Ja, diesen Geruch entwickelt. Magnesium wird halt mit DMSO gerne vermischt, weil es halt dann die Poren quasi, also diesen, es wird halt super gut dann aufgenommen. Man kann das eher abends machen. DMSO ist ja eine tolle Substanz, sie hilft ja für vieles, bei Sonnenbrand, bei Narben, bei Schmerzen, bei ich weiß nicht was. Aber man muss eben wissen, dass das, meine Erfahrung ist so, 5, 6 Tropfen vom 70-prozentigen auf der Haut abends, dann stinkt man morgens nicht. Alles andere wird dann ein bisschen kritisch Okay. oder man stellt sich halt drauf ein. Ja. Oder du musst halt die ganze, also alle Mitarbeiter und du selbst und alle Patienten in der Praxis müssen DMSO nehmen, dann fällt es niemandem auf. Genau. Okay. Ich würde jetzt mal probieren, das kurz zusammenzufassen. Also, Magnesium ist unfassbar wichtig. Ohne Magnesium ist quasi kein Leben möglich. So gut wie jeder hat einen Mangel, auch häufig, wenn es schon supplementiert wird, vielleicht in einer nicht optimalen Art und Weise. Und ja, man kann sehr davon profitieren auf verschiedenen Ebenen, wenn man halt den Magnesiumspeicher auffüllt. Da gibt es verschiedene Formen mit verschiedenen Wirkungen, haben wir genauer besprochen, kann man da nochmal reinhören an der Stelle, wenn man jetzt verschiedene Themen hat, was weiß ich, Energiemangel oder eher Nervensystem oder neurologisch, dann kann man da nochmal gezielt rangehen mit den speziellen Formen. Könnte man auch Man weiter ausführen, die Formen. Also das hat aber, glaube ich, erstmal gereicht. ja, muss man noch mal, kann man nochmal ein zweites Gespräch machen, nur dazu. Und man kann sich mehr oder weniger kaum schaden damit. Also man hat es selber unter Kontrolle. Man kann es ja langsam die Dosis erhöhen, bis zu einem gewissen Punkt, wo man, und wenn man merkt, okay, ich bekomme jetzt vielleicht Durchfall davon, dann nimmt man halt etwas weniger. Aber das ist ja fast so das Schlimmste, was passieren kann, oder? Ja, es ist auch sicherlich ein Unterschied, ob eine zarte Person von 45 Kilo jetzt Ja. 800 Milligramm Magnesium zu sich nimmt oder ein Hühne von 2 Metern mit so Ja. einem Muskeln. Das ist auch ein Unterschied, ne? Ja. Also deswegen muss man auch hier und auch zusätzlich noch die Darmstörung, das heißt, die Aufnahme ist vielleicht unterschiedlich. Deshalb macht es Sinn, es halt zwischendurch zu kontrollieren. Also wirklich zu gucken, dass man eben eine Hämatokrit-korrelierte Mineralstoffanalyse macht. Das wird von verschiedenen Laboren angeboten. Es gibt auch Labore, wo man selber hinfahren kann. Andere Labore wollen nur von einem Therapeuten beauftragt werden. Das ist unterschiedlich, aber auch kein Hexenwerk. Okay. Auf meinem Spickzettel habe ich jetzt alles abgearbeitet, was da drauf steht zum Thema Magnesium. Ist von deiner Seite noch irgendwas, was auf jeden Fall rein sollte in dieses Interview? Na, mir fällt noch Magnesiumperoxid ein. Als allerletztes bei einer Dünndarmfehlbesiedlung Stimmt, ist ja. das so was, was nochmal eine ganz andere Wirkung hat. Das setzt eben Wasserstoffperoxid frei und killt eben pathogene Keime Ja. im Darm. Da
Das ist halt keine Magnesiumform, die man zum Aufsättigen des Magnesiumhaushaltes nimmt, aber die dafür eben eingesetzt wird. Das ist vielleicht noch zum Abschluss. Ja, das ist auch spannend. Also wendest du Mache das auch ich ja. regelmäßig an? Immer mal wieder? Ja. Bei den Patienten? Okay. Bei den Patienten und auch selber. Okay, spannend. Gut. Okay, dann vielen Dank, liebe Ursula. Ich denke, es war ein sehr, sehr umfangreiches Gespräch über Magnesium, aber das hat Magnesium auch verdient, dass du hier da dein ganzes Wissen und Erfahrungsschatz diesbezüglich teilst. Ich bin ein großer Fan von Magnesium, du auch. Und vielleicht konnten wir mit diesem Gespräch einige neue Magnesium-Fans hinzugewinnen. Also ja, nehmt. Auch Fans für ihren eigenen Körper, weil da gehört das Magnesium eben mit dazu. Richtig. Genau. Also, ja, ich denke, das Wichtigste wurde gesagt. Ein schöner Stoff, mit dem man sich viel Gutes tun kann, was vielleicht nicht so die ja, Schulmedizin oder Pharmaindustrie freut, aber das ist ja toll, dass es solche Substanzen gibt, wo man sich selber sehr, sehr viel Gutes tun kann. Und natürlich, wenn es möglich ist, messen, dann halt aufnehmen, beziehungsweise supplementieren, dann kann man später nochmal messen. Das wäre so der Königsweg. Aber falls es jetzt aus welchen Gründen nicht möglich ist oder man jetzt vielleicht keine großen gesundheitlichen Themen hat und es einfach mal ausprobieren möchte, dann muss man jetzt auch keine Bedenken haben. So, dann kann man auch einfach mal ausprobieren. Ja. Genau, das ist eine wichtige Botschaft noch zum Schluss, weil häufig scheitert es auch daran. Du hast ja auch gerade gesagt, ja, nee, ich möchte kein Magnesium einnehmen, weil es könnte zu viel sein. Ich möchte nicht zu viel einnehmen. Das scheint ja Ja, immer und noch man so. muss auf die Zusatzstoffe auch gucken. Also immer das Kleingedruckte lesen, das muss man auch bei allen Nahrungsmitteln machen. Und da gibt es eben große Unterschiede und da ist es eben nicht damit getan zu sagen, ich gehe mal in die Apotheke und hole mir jetzt was, weil da kriege ich mit Sicherheit das Gute. Da muss man wirklich selber gucken, dass man schaut, da müssen nicht alle möglichen Zusatzstoffe drin sein und es gibt es in Kapselform. Magnesium schmeckt eben salzig, pur, das als Pulver ist halt nicht lecker und wenn man es als Pulver hat, dann hat man immer irgendwelche Zusatzstoffe drin, die dann das lecker machen sollen und das gehört da eigentlich nicht, muss da nicht drin sein. Genau, ich verlinke euch auch mal mein Magnesium, was ich gern verwende. Und genau, dann sind wir durch für heute. Vielen Dank, Ursula. Und bis zum nächsten Mal. Gerne. Tschüss. Tschüss.